Wie werden sich die Währungen in den kommenden Monaten und Jahren verhalten? Das ist das Thema meines heutigen Videos. Hallo zurück. Mein Name ist Gerhard Oehler. Ich beschäftige mich seit 1993 mit dem Thema Währungen. Ausschlaggebend war ein Währungskredit und auch in weiterer Folge das Vermitteln von Währungskrediten. Mein Fokus lag auf den Schweizer Franken und den japanischen Yen. Dieses Mal wollen wir uns auch die Währungspaare Euro-Dollar, aber auch das Pfund ansehen über einen sehr, sehr langen Zeitraum und welche Möglichkeiten sich ergeben könnten. Aber all das machen wir am Chartprogramm. Übrigens, bevor ich es vergesse, abonniert meinen Kanal und drückt auch auf die Glocke. So versäumt ihr keines meiner weiteren Videos. Ihr könnt auch all diese Charts, die ich hier in diesem Video jetzt und nun euch zeige, in schriftlicher Form erhalten. Dazu unten ein Link. Bevor wir nun mit den Charts loslegen, ein paar Artikel der letzten Tage und Wochen. Anlegern steht ein stürmischer Herbst bevor. Warum? Ja, ganz einfach. Der Brexit sollte im Herbst erfolgen. Zeitgleich ist die Eurozone zusehends unter Beschuss von Seiten Trumps, der ja immer wieder dagegen wettert, dass der Euro viel zu schwach wäre. Und es wäre absolut unfair, dass der Euro so schwach ist und damit die Produkte gegenüber dem Ausland, also dem EU-Ausland, zu günstig wären. Und da muss man etwas machen und der Euro muss stärker werden. Ob dies jetzt dann nun der endgültige Todesstoß für den Euro sein wird, behandelt dieser Artikel. Ich verlinke euch die ganz einfach alle. Aber nun tatsächlich zum Chart. Der erste Chart, den wir uns anschauen, ist gleich direkt Euro-Dollar. Der Euro wurde im Jahr 2000 eingeführt und in weiterer Folge verlor er massiv an Wert. Das sehen wir auch hier. All das ist natürlich zurückgerechnet, denn diverse Währungen, die in dem Währungskorb drinnen sind, gab es natürlich zuvor und die konnte man ganz einfach zurückrechnen. Und daraus ergab sich dieser Chart. Interessant ist dieser Tiefpunkt im 85er Jahr. Und in weiterer Folge, wenn man diesen verbindet, so gelangt man so schön an diesen Hochpunkt. Dies ist ein logarithmischer Chart. Wir sehen uns dies auf Wochenbasis an. Wir sehen auch so schön die Hochpunkte aus dem Jahr 2008, dann 2011, 2014 und auch 2018. So erkenne ich einerseits die langfristigen Trendlinien und die ergeben bei mir meistens Sinn. Und was sehe ich jetzt da nun oder was schließe ich jetzt da daraus? Einerseits schließe ich daraus, dass der Euro sich sehr schwer tat, in den letzten 10 Jahren neue Hochs zu gewinnen. Immer wieder das absolute Hoch sahen wir in der Krise 2008. Gefolgt danach mit weiteren Versuchen 2009, 10, 11 und so weiter, sehen wir hier. Und danach der entscheidende Punkt, dies ist danach hier gewesen, 2018 im Februar. Wer meine alten, nun jetzt fast schon 1,5 Jahre alten Auswertungen kennt, weiß, dass ich zu diesem Punkt zum Short gerufen habe. Und in weiterer Folge eigentlich diese Short-Position bis jetzt auf und ab, aber im Grunde genommen die Basis-Short-Position gehalten wird. Ich sehe auch momentan keinen Grund, von dieser Short-Idee abzurücken,
zumal die Währung immer schwächer wird. Nun droht auch sogar der Fall unter diese Querlinie, wodurch weiteres Potenzial bis hier herunten frei wird. Oder wir legen die Linie hier an, ist egal jetzt. Also hier ist mächtig Potenzial noch vorhanden. Ich benutze einen Broker, Zinsen bekomme, fallende Kurse. So ist einerseits nicht nur kurstechnisch, dass er in diese richtige Richtung geht, ein Gewinn zu erwarten, sondern auch ein Zinsgewinn zu verzeichnen. Und ich halte auch weiterhin an dieser Short-Position fest. Erst wenn wir über diese Marke von derzeit 1.14.1 gehen, denke ich um. Nun gleich im Zuge dessen ein Seitenhieb. Zum Thema Korrelation gibt es ein eigenes Video, was ich davon halte, aber diesmal ziehe ich das trotzdem heran. Und zwar nämlich Euro zum Dollar. Wir sehen hier Euro zum Dollar und das Gold. Die erste große Aufwärtsbewegung, die wir in den 80er Jahren hatten, ging auch einher mit einer massiven Abwertung des des US-Dollars. In weiterer Folge sahen wir eine Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro und auch in weiterer Folge verlor das Gold all die Gewinne oder einen großen Teil dieser Gewinne wieder. Eine spätere Aufwertung, die wir 85 gesehen haben, zeigt, dass dies nicht zu dieser massiven Goldstärke zurückführte, wie es davor gewesen ist. In weiterer Folge sahen wir von etwa 88, 89 eine große volatile Seitwärtsbewegung, die dann in weiterer Folge hier 95 etwa zu einer Dollarschwäche führte. Wenn wir hier das in etwa anlegen, beim Gold sehen wir auch hier, das Gold verlor massiv an Wert. Etwa von 400 Dollar die Unze verlor diese in etwa auf 250 Dollar. Erst dann in der Krise 2000, 2001 hat der Euro wiederum massiv an Wert gewonnen und auch in weiterer Folge das Gold bis zum Jahr 2012 in etwa. Ab dann verlor nicht nur das Gold, sondern auch der Euro. Mit anderen Worten, das erklärt auch meinen Pessimismus gegenüber dem Gold. Dass ich davon ausgehe, dass Gold korrigiert und man ab dem Zeitpunkt 1300 sich genau anschauen muss, was einerseits auf der Euro-Dollar-Seite, aber auch charttechnisch beim Gold passiert, ist logisch. Denn dies ist dann auch ein entscheidender Punkt, so dass diese Aufwärtsbewegung, diese erweiterte Aufwärtsbewegung, in weiterer Folge hier einbrechen könnte. Und nicht nur der Euro-Dollar in Richtung Parität zurück runterläuft, sondern auch in weiterer Folge es massiv zu einem Wertverlust des Goldes kommen könnte. Hier nochmals den Euro alleine, das heißt eine Aufwertung in Richtung Parität, von der ich vorhin sprach, das heißt mit dem Bruch dieser Marke, wird immer wahrscheinlicher. Okay, gut. Das nächste Währungspaar, das wir uns ansehen wollen, ist der Euro zum japanischen Yen. Wir sehen hier folgende Situation. Der japanische Yen ist derzeit in einer Seitwärtsbewegung und dies seit mehreren Jahrzehnten pendelt man hier rauf und runter. Wir sehen aber auch so schön diese markante grüne Linie. Diese markante grüne Linie beginnend aus dem 90er Jahr mit einem weiteren Hochpunkt 98
Und dann wiederum einen Hochpunkt aus dem Jahr 2015, rechne ich damit, dass wir hier heranlaufen. Sollten wir aber hingegen unter diese Marke fallen, so überlege ich mir, diese Long-Position aufzulösen und auf fallende Kurse zu setzen. Wobei hier zu beachten ist, dass man bei fallenden Kursen Zinsen zu bezahlen hat, während auf der Long-Seite nach oben hin man Zinsen gut geschrieben erhält. Das heißt, auch hier ist die Broker-Auswahl relevant. Das nächste Währungspaar, das ich mir nun ansehe, ist Euro-Yen. Euro-Yen ist folgende Situation. Wir sehen hier eine klare Abwärtsbewegung. Dies bedeutet, dass der Yen gegenüber dem Euro an Stärke gewinnt. Zur Erinnerung, im Jahr 2000 bis 2001 empfahl ich meinen Kreditkunden, also meine Kunden, denen ich Kredite vermittelte, in japanischen Yen sich zu verschulden. Die Folge ist gewesen, dass deren Währung massiv an Wert verlor und endete damit im Jahr 2007, 8, dass man einerseits Währungsgewinne und eine Verminderung des Kredites zwischen 30 und 40% hatte. Ich empfahl danach dringend, diese Position aufzulösen und in den Euro zurückzukehren. Erst im Jahr 2012 empfahl ich wiederum, in den Yen sich zu verschulden und diese Position bei 140, da war ich etwas früher dran, leider, aufzulösen. Ging zwar tatsächlich auf 148, sodass man sogar noch bessere Kurse bekommen hatte, aber trotzdem, der Kredit wurde oder die Kredite wurden um rund 20 bis 30% verringert. Nun, rechne ich damit, dass wir unter Umständen einen Bruch dieser Linie sehen sollten. Das heißt, der Yen könnte massiv an Stärke gewinnen und in weiterer Folge logisch, der Euro verliert gegenüber den US-Dollar, aber auch gegenüber den Yen. Natürlich nicht so massiv wie gegenüber dem US-Dollar, aber es kann zu negativen Verschiebungen kommen. Daher auch meine Empfehlung, damals die Positionen aufzulösen und nun auf fallende Kurse zu setzen. Das nächste Währungspaar, das ich mir ansehe, ist Euro-Schweizer Franken. Der Schweizer Franken gilt hinlänglich als stärkste Währung der Welt. Wir sehen hier den Euro zum Schweizer Franken. Ähnliches Bild sehen wir auch, wenn wir den US-Dollar zum Schweizer Franken uns ansehen. Damals bekam man noch für einen Euro 2,4 Schweizer Franken. Mittlerweile bekommt man etwa nur noch 1,1 Schweizer Franken. Hier herunten bekam man sogar nur noch 86 Cent für einen Euro. Ich rechne damit, dass bei der nächsten Wirtschaftskrise, bei dem nächsten Kurseinbruch, wiederum der Euro massiv gegenüber den Schweizer Franken an Wert verlieren wird und in weiterer Folge der Schweizer Franken als Fluchtwährung massiv aufwerten wird. Gegenüber dem US-Dollar, gegenüber dem Euro und auch gegenüber den Yen. Ob es nun zu so einer massiven Verwerfung kommt, dass wir diese rote Linie sogar ansteuern, sei dahingestellt. Das letzte Währungspaar, das ich mir nun ansehe, ist den US-Dollar gegenüber dem Pfund. Hier sehen wir folgende Situation. Leider habe ich hier keine längere Zeitreihe. Das Pfund ist in der Vergangenheit stets stärker geworden gegenüber dem US-Dollar. Entweder ist der Brexit ein weiterer Beschleunigungsfaktor, da sich die englische Wirtschaft von europäischen Zwängen löst, wäre dies womöglich eine fundamentale Erklärung. Ansonsten rein charttechnisch betrachtet,
sehe ich in weiterer Folge weiter steigende, also zulegende Kurse für das Pfund. Also US-Dollar zum Pfund, sollte die nächste Marke das Hoch und in weiterer Folge noch höher sein. Abschließend noch... Fazit, Währungen haben sehr lange Zyklen. Vielleicht ist die eine oder andere Idee für euch dabei, die ihr nutzen wollt.